Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 11. Was bisher geschah. Chariklia und Hyergenes befinden sich am Hof der Perserin Arsake. Arsake hat sich unsterblich in Hyergenes verliebt und will ihn zwingen, ihr zu gefallen zu sein. Ihr Gehilfin ist die Dienerin Kybele. Kybeles Sohn Achämenes wiederum hat sich in Chariklia verliebt und nur durch die eine List gelingt es den beiden Liebenden, eine Heirat Chariklias mit Achämenes zu verhindern. Achämenes ist daraufhin wütend und eilt zu Orondates, dem Gatten von Arsake, und er wird ihm berichten, dass seine Gemahlin ihn zu betrügen versucht mit Hyergenes. Orondates selbst ist gerade in einem Feldzug gegen die Äthiopier zugange und da beginnt nun die Folge 11. Der König von Äthiopien hatte nämlich Orondates überlistet und ihn durch die Erreichung eines der Kriegsziele, die überraschende Einnahme der von jeher umkämpften Stadt Philai, in größte Verlegenheit gebracht. Dadurch war der Statthalter genötigt, überstürzt und im Großen und Ganzen schlecht gerüstet, seine Streitkräfte in Marsch zu setzen. Die Stadt Philai liegt am Nil, nur ein Stück oberhalb der kleinen Katarakte zwischen Syene und Elephantine, von beiden Orten etwa 100 Stadien entfernt. Ägyptische Flüchtlinge hatten früher einmal von der Stadt Besitz genommen, sich in ihr niedergelassen und sie damit zum Streitobjekt zwischen Äthiopiern und Ägyptern gemacht. Die einen verwiesen auf die Katarakte als die Grenze Äthiopiens, die Ägypter erhoben Anspruch auf Philae unter Hinweis auf die Besitznahme durch ihre Flüchtlinge. Die Stadt wechselte also beständig ihren Besitzer, je nachdem, wer sie gerade dem anderen weggenommen hatte und behauptete. Damals war sie von ägyptischen und persischen Truppen besetzt. Der König von Äthiopien schickte eine Gesandtschaft zu Orondates und verlangte nicht bloß Philae, sondern auch die Smaragdgruben zurück. Diese Ansprüche hatte er seit langem geltend gemacht, hatte aber ihre Anerkennung nicht durchsetzen können. Wenige Tage nach der Abreise seiner Gesandtschaft marschierte er selbst los. Er hatte schon lange Zeit vorher mobil gemacht, als beabsichtigte er, ein anderes militärisches Unternehmen auszuführen und den wahren Zweck des Feldzuges niemand wissen lassen. Als er annehmen konnte, die Gesandtschaft habe Philae hinter sich und Einwohner und Besatzung wiegten sich durch die Verbreitung der Nachricht ihrer Friedens- und Freundschaftsmission in Sicherheit, erschien er plötzlich selbst und warf die Besatzung heraus, die nach 2- bis 3-tägigem Widerstand der gegnerischen Überlegenheit an Truppen und Belagerungsmitteln weichen musste. Er besetzte die Stadt, ohne auch nur einem Bewohner ein Haar zu krümmen. Infolgedessen traf Achämenes den Orondates, der dies alles von Flüchtlingen erfahren hatte, in ziemlicher Aufregung an, die durch sein unvorhergesehenes und unerwartetes Auftauchen noch verstärkt wurde. Auf seine Frage, ob Arsake oder sonst jemand ein Unglück geschehen sei, erwiderte Achämenes, es sei allerdings etwas vorgefallen, er werde es ihm aber nur unter 4 Augen mitteilen. Als sie sich von der Umgebung getrennt hatten, erzählte er alles, wie Hyergenes von Mitranis zum Gefangenen gemacht und an Orondates als Geschenk geschickt worden sei, damit er ihn, wenn er es richtig finde, an den Großkönig weitersende. Der junge Mann verdiene nämlich am königlichen Hofe und der Tafel aufzuwarten. Wie er von den Bessäern, die dabei den Mitranis erschlagen hätten, erbeutet worden und dann nach Memphis gekommen sei. Dabei erwähnte er die Geschichte mit Thyamis und sprach dann von Arsakes Leidenschaft zu Theagenes, seine Aufnahme im königlichen Palast, von der Aufmerksamkeit, mit der man ihm begegne
und seinem Dienst als Mundschenk. Noch sei vielleicht nichts Ungehöriges vorgefallen, da der junge Mann sich bisher abweisend und widerspenstig gezeigt habe. Es bestehe aber die Gefahr, dass er dem Zwang oder irgendwie mit der Zeit nachgebe, wenn man ihn nicht vorsorglich aus Memphis entferne und damit Arsake den Gegenstand ihrer Leidenschaft entziehe. Deshalb habe er sich heimlich aufgemacht und sei als Angeber hergekommen, aus Ergebenheit gegen seinen Herrn, dem er nicht verschweigen könne, was ich dagegen ihn anspinne. Als er auf diese Weise Orondates in Wut versetzt hatte, er überließ sich ganz seiner Erregung und seinem Rachedurst, entflammte er seine Sinne noch durch die Schilderung Chariklias. Er strich sie so heraus, wie sie es ja auch verdiente, und sang der unvergleichlichen jugendlichen Schönheit des Mädchens ein begeistertes Loblied, dergleichen man noch nicht gesehen habe, noch sehen werde. »Du kannst mir glauben«, sagte er, »gegen sie sind alle deine Geliebten so gut wie nichts, nicht nur die, welche du in Memphis gelassen, sondern auch die, welche du mitgenommen hast.« So und so ähnlich sprach Achämenes auf ihn ein, in der Hoffnung, Orondates werde, selbst wenn er Beziehungen zu Chariklia anknüpfe, sie nach einiger Zeit ihm zur Frau geben, wenn er sie sich als Belohnung für seine Auskünfte erbitte. Schon war der Statthalter vor Erregung Feuer und Flamme. Er kannte sich nicht vor Zorn und Gier. Ohne jeden Aufschub ließ er Bagoas, einen seiner vertrauten Eunuchen, rufen und schickte ihn mit 50 Berittenen nach Memphis ab, mit dem Befehl, Theagenes und Chariklia, wo er ihrer habhaft würde, auf schnellstem Wege zu ihm zu bringen. Er gab ihm zwei Schreiben mit. Das an Arsakete hatte folgenden Wortlaut: Orondates an Arsake. Schicke die gefangenen Geschwister Theagenes und Chariklia, die als königliche Sklaven dem König überliefert werden sollen. Schicke sie gutwillig, sonst werden sie gewaltsam fortgebracht und man wird Achämenes Glauben schenken. An den Obereunuchen Euphrates in Memphis schrieb er: Für die nachlässige Betreuung meines Hauses wirst du zu büßen haben. Vorerst übergib die gefangenen Griechen Bagoas, der sie mir bringen soll, ganz gleich, ob Arsaker will oder nicht. Liefere sie unter allen Umständen aus, sonst wird man dich auf meinen Befehl in Fesseln herbringen und dir bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Bagoas brach also in Begleitung seiner Leute auf. Die Befehle waren zur Beglaubigung für die Empfänger in Memphis und zur rascheren Auslieferung der jungen Leute mit dem statthalterlichen Siegel versehen. Dann zog Orondates gegen die Äthiopier zu Felde. Achämenes befahl er, ihm zu folgen und ließ ihn in aller Stille und ohne dass er es merkte, überwachen, bis sich seine Angaben bestätigt hätten. In Memphis hatte sich inzwischen Folgendes abgespielt. Gerade als Achämenes verschwunden war, hatte Thyamis das Oberpriesteramt in aller Form angetreten und verkörperte dadurch die höchste städtische Würde. Sobald er die Beisetzung des Kalasiris beendet und innerhalb der vorgeschriebenen Tage seinem Vater die gebührenden Ehren erwiesen hatte, richtete er seine Gedanken darauf, Diagenes und seine Schwester zu suchen, zumal die religiösen Vorschriften den Außenstehenden den Zutritt zum Tempelbezirk wieder gestatteten. Als er durch mühsame Umfrage in Erfahrung gebracht hatte, dass sie in der Statthalterei wohnten, begab er sich eilig zu Arsake und bat sich die fremden Gäste aus, weil sie ihm in vielen Beziehungen nahestanden und besonders deshalb, weil sein Vater Kalasiris ihm vor seinem Ableben ans Herz gelegt hatte, für die Fremden in jeder Weise zu sorgen und sie in seine Obhut zu nehmen. Er verband damit den Ausdruck des Dankes für die Freundlichkeit, mit der sie in der Zwischenzeit, in der Nichtangehörigen der Priesterschaft der Aufenthalt im Tempel untersagt gewesen war, den jungen griechischen Gästen Aufnahme gewährt hatte.
Jetzt aber verlange er die ihm anvertrauten zurück. Ich wundere mich über dich, entgegnete Arsake. Auf der einen Seite bezeugst du mir meine Güte und Menschenfreundlichkeit, andererseits unterstellst du mir Mangel an Gastlichkeit, als wäre ich nicht in der Lage oder willens, für die Fremden zu sorgen und ihnen das zu bieten, was sich gehört. Durchaus nicht, entgegnete Thyamis. Ich bin mir bewusst, dass sie hier alles reichlicher haben als bei mir, wenn sie überhaupt bleiben wollen. Da sie aber vornehmer Herkunft sind und nur infolge vieler Schicksalsschläge gegenwärtig in der Fremde umherirren, so liegt ihnen viel mehr daran, ihre Angehörigen wiederzuhaben und in ihre Heimat zurückzukehren. Ihnen dabei behilflich zu sein, ist das mir von meinem Vater aufgetragene Vermächtnis, abgesehen von dem Anrecht, das die Freundschaft mir auf die Fremden gibt. Es ist mir sehr lieb, erwiderte Arsake, dass du dich nicht aufs Bitten verlegst, sondern einen Rechtsanspruch vorbringst. Denn das Recht ist mehr auf meiner Seite. Hat doch der Eigentümer einen begründeteren Rechtsanspruch auf sie als der, welcher nur die Pflicht der Fürsorge hat? Und womit begründest du diesen Eigentumsanspruch auf sie? Fragte Thyamis erstaunt. Mit dem Kriegsrecht, entgegnete sie ihm, das Gefangene als Sklaven ansieht. Als Thyamis begriff, dass sie auf die Angelegenheit mit Mithranis hinaus wollte, wandte er ein: Aber Arsake, jetzt ist nicht Krieg, sondern Frieden. Der Krieg bringt Knechtschaft, der Frieden Freiheit. Die erste ist ein Akt der Tyrannei, die andere ein Ausdruck königlicher Gesinnung. Frieden und Krieg werden nicht durch bloße Worte gekennzeichnet, sondern im tieferen Sinne durch die Haltung, die man einnimmt. Anhand dessen wirst du besser und richtiger entscheiden, was recht ist. Was anständig oder vorteilhaft ist, steht überdies außer Frage. Denn was kannst du dir für eine Ehre oder einen Nutzen davon versprechen, wenn du den Anschein erweckst oder sogar zugibst, dass fremde junge Menschen dich so sehr interessieren? Nun konnte Arsake nicht länger an sich halten. Es erging ihr, wie Verliebten im Allgemeinen. Solange sie ihre Neigung noch unentdeckt glauben, bewahren sie schamhafte Scheu. Sehen sie sich aber durchschaut, lassen sie alle Zurückhaltung fallen. Liebe, von der niemand weiß, ist ängstlich. Einmal aufgedeckt, wird sie kühn. So wurde auch ihr das Gewissen zum Verräter und in der Annahme, Thyamis habe einen Verdacht auf sie, nahm sie keinerlei Rücksicht auf seine priesterliche Würde und Stellung und ließ alle weibliche Scham beiseite. Freut euch nicht so sehr, rief sie, über das, was ihr Mithranis getan habt. Die Stunde wird kommen, da Orondates seine und seiner Leute Mörder zur Rechenschaft ziehen wird. Die jungen Leute werde ich nicht freigeben. Zurzeit sind sie meine Sklaven und bald werden sie, nach persischem Brauch, meinem Bruder, dem Großkönig, zugeführt werden. Halte darüber große Reden und ergehe dich in Auslassungen über die Begriffe Recht, Moral, Zweckmäßigkeit. Es wird dir nichts nützen, gegen den, der die Macht hat. Der hat sie nicht nötig, einzig der eigene Wille ist für ihn maßgebend. Mach, dass du schleunigst von meinem Hofe her fortkommst, und zwar freiwillig, damit man dich nicht zwangsweise entfernt. Thyamis rief die Götter zu Zeugen an und bemerkte nur, dass die Sache nicht gut enden werde. Dann entfernte er sich, entschlossen, den Vorfall in der Stadt bekannt zu machen und dort Unterstützung zu suchen. Deine Prophezeiungen, rief Arsake noch, sind mir vollkommen gleichgültig. Die Liebe kennt nur eine Zukunft, ihre Erfüllung. Sie zog sich in ihr Schlafgemach zurück und ließ Kybele rufen, um sich mit ihr über die Lage zu beraten. Denn allmählich machte sie das Verschwinden des Achämenes, der nicht mehr wiederkam, misstrauisch.
Obwohl Kybele, wenn sie nach ihm fragte, immer wieder einen neuen Grund für seine Abwesenheit erfand und ihr alles Mögliche glaubhaft zu machen suchte, nur nicht, dass er zu Orondates gegangen sei. Schließlich glaubte ihr Arsake gar nichts mehr. Es dauerte schon lange genug, dass sie ihren Argwohn nicht mehr los wurde. »Was sollen wir tun, Kybele?« fragte sie. »Welchen Ausweg gibt es für mich aus diesem Zwiespalt? Meine Liebe nimmt nicht ab. Ja, sie greift um sich wie ein Feuer, das von dem jungen Manne geschürt wird. Dabei bleibt er hart und unzugänglich. Anfangs zeigte er sich noch freundlicher und vertröstete mich mit schönen Versprechungen, während er mir jetzt entschiedene und unumwundene Absagen erteilt. Was mich aber noch stärker beunruhigt, ist der Gedanke, er könne seinerseits etwas über Achämenes erfahren haben und dadurch erst recht kopfscheu geworden sein. Zu all dem macht mir Achämenes Sorge, der vielleicht als Angeber zu Orondates gegangen ist und möglicherweise Glauben findet. Er hat ja auch nicht ganz Unglaubhaftes zu erzählen. Wenn ich bloß Orondates sehen könnte, einer einzigen Zärtlichkeit, einer Träne aus Arsakes Auge würde er nicht widerstehen. Denn der gewohnte Anblick einer Frau wirkt auf Männer überzeugend wie ein starker Liebeszauber. Das Allerschlimmste wäre, wenn Orondates mich beschuldigte, ohne dass ich bei Theagenes etwas erreicht hätte oder gar bestrafte, ohne mich gesehen zu haben. Setze deshalb alles in Bewegung, Kybele. Versuche jedes Mittel. Meine Lage ist, wie du siehst, verzweifelt und wie auf des Messers Schneide. Denke auch daran, Kybele. Wenn es für mich um alles geht, kann ich auf andere keine Rücksicht nehmen. Und du zuerst wirst für die Machenschaften deines Sohnes zu büßen haben, von denen du unbegreiflicherweise keine Ahnung hast. Dass du von meinem Sohn eine falsche Vorstellung hast und meiner Treue gegen dich Unrecht tust, meine Gebieterin, erwiderte Kybele, sollen die Tatsachen beweisen. Doch wenn du selbst deine Liebesangelegenheiten so lässig betreibst und dich dabei so zaghaft anstellst, dann darfst du dich nicht wundern dafür, dass nichts daraus wird und den anderen die Schuld zuschieben. Du zeigst dem jungen Manne ja nicht die Herren, sondern behandelst ihn untertänig wie eine Sklavin. Das war vielleicht anfangs ganz angebracht. Du hattest es scheinbar mit einem zarten, leicht lenksamen Herzen zu tun. Da er sich aber gegen deine Liebe wehrt, muss er die Herren in dir kennenlernen und durch Peitsche und Folter deinen Wünschen gefügig gemacht werden. Das ist so die Art der jungen Burschen. Wenn man freundlich zu ihnen ist, sind sie anmaßend. Gebraucht man aber Gewalt, geben sie klein bei. Er ist nicht anders. Wenn er hart angefasst wird, tut er, was er auf Zärtlichkeiten hin versagte. Du magst recht haben, erwiderte Arsake, aber bei den Göttern, wie könnte ich ertragen, mit eigenen Augen seinen Körper geschlagen und misshandelt zu sehen? Schon wieder wird dein Herz weich, rief sie, als stünde es nicht in seinem Belieben, sich nach ein paar Schlägen eines Besseren zu besinnen, damit du nach einigem Verdruss ans Ziel deiner Wünsche gelangst. Du brauchst ja deinen Augen nicht damit weh zu tun, sondern kannst ihn dem Euphrates überlassen und ihm sagen, er solle ihn wegen irgendeines Vergehens züchtigen. Dann schmerzt dich das Zusehen nicht. Das Ohr ist schmerzlichen Eindrücken gegenüber weniger empfindlich als das Auge. Sobald man merkt, dass er sich eines anderen besinnt, soll man ihn als genügend zurecht gewesen wieder loslassen. Arsake gibt nach. Denn verschmähte Liebe kennt keine Gnade für den Geliebten und wandelt die Enttäuschung in Rachsucht. Sie ließ den Haupteunuchen rufen und gebot ihm, ihren Befehl auszuführen. Euphrates, welcher an sich schon den krankhaften Hang des Eunuchen zur Eifersucht hatte und außerdem aufgrund seiner Beobachtungen und seines Verdachts längst auf Diogenes wütend war, ließ ihn in Eisen legen, quälte ihn mit Nahrungseinschränkung und Misshandlungen und sperrte ihn in ein dunkles Gelass. Wenn der Gefangene sich ahnungslos stellte und,
obwohl er ihn kannte, nach dem Grund dieser Behandlung fragte, gab er ihm keine Antwort, sondern steigerte noch die Foltern von Tag zu Tag und übte grausamere Vergeltung, als Arsake wollte und befohlen hatte. Er ließ niemanden außer Kybele, so war es angeordnet, zu ihm. Diese besuchte ihn regelmäßig und brachte ihm zu essen. Sie tat dies angeblich heimlich aus Mitleid und in einer Regung alter Freundschaft. In Wirklichkeit, um festzustellen, wie er unter diesen Umständen denke und ob die Misshandlungen ihn gefügig und mürbe machten. Er aber bewies jetzt erst recht seine männliche Stärke und setzte allen Lockungen entschiedensten Widerstand entgegen. Wiewohl er körperlich litt, blieb seine Seele standhaft und setzte allen Lockungen entschiedensten Widerstand entgegen. Ja, er war sogar stolz und dankbar gegen das Schicksal, das zwar sonst so viel Schmerzen für ihn hatte, es aber mit seinem eigenen Selbst so gut meinte. Gab es ihm doch Gelegenheit, seine Liebe und Treue zu Chariklia zu beweisen. Er betrachtete es als größtes Glück, wenn sie davon erführe. Immer wieder rief er ihren Namen und nannte sie sein Leben, sein Licht, seine Seele. Auch Kybele sah das alles und wusste von Arsakes Wunsch, dass Diagenes nur mit Maß gequält werde. Nicht ihn selbst, nur seinen Widerstand wollte sie gebrochen sehen. Trotzdem hatte sie Euphrates befohlen, die Foltern zu steigern. Nun musste sie sich sagen, dass alles nichts half, sondern dass auch dieser Versuch wider Erwarten fehlgeschlagen hatte. Sie erkannte, in welch einer gefährlichen Lage sie sich befand. Auf der einen Seite hatte sie von Orondates, sobald er durch Achämenes ins Bild gesetzt war, jeden Augenblick Strafe zu erwarten. Auf der anderen musste sie befürchten, dass Arsake, mit deren Liebeswünschen sie ihr Spiel getrieben hatte, noch vorher kurzen Prozess mit ihr machen werde. So entschloss sie sich, mit einem Schlage aus der Affäre zu ziehen und durch ein Verbrechen entweder Arsake an das Ziel ihrer Wünsche zu bringen und erst einmal der Gefahr, die ihr von da drohte, zu begegnen, oder durch den Tod aller Mitwisser die Schuldbeweise gegen sich zu beseitigen. Sie begab sich zu Arsake. »Unsere Anstrengungen sind vergeblich, Herrin«, erklärte sie. »Der Unnachgiebige bleibt verstockt, er wird sogar nur noch frecher. Er führt einzig Chariklias Namen im Munde und findet darin etwas wie Trost und Beruhigung. Wir wollen deshalb, wenn es dir recht ist, wie man sagt, den letzten Anker auswerfen und Chariklia als eigentliches Hindernis beseitigen. Erfährt er, dass sie nicht mehr lebt, so wird er sich schon unserem Willen fügen, da er dann seine Liebe zu ihr aufgeben muss.« Arsake griff den Vorschlag gierig auf. Zu der alten Eifersucht kam noch der Zorn über das, was sie eben vernommen hatte. »Du hast recht«, sagte sie, »ich werde dafür sorgen, dass die schändliche Person auf mein Geheiß umgebracht wird.« »Und wer wird deinem Befehl Folge leisten?«, fragte Kybele. »Bei allen deinen Machtbefugnissen ist es dir durch die Gesetze verboten, ohne Urteil des höchsten persischen Gerichtes eine Todesstrafe vollziehen zu lassen. Was für Schwierigkeiten und Scherereien wird das geben, wenn du gegen das Mädchen Anklagegründe und Beschuldigungen erfinden musst? Außerdem ist es nicht sicher, ob man uns Glauben schenkt. Doch wenn es dir recht ist, ich bin bereit, für dich alles zu tun und zu tragen. So will ich mit Hilfe von Gift deine Absichten befördern und durch einen Zaubertrank deine Nebenbuhlerin beseitigen.« Arsake gab freudig ihre Zustimmung und Kybele machte sich unverzüglich ans Werk. Sie fand Chariklia in Kummer und Tränen ihrem Leid hingegeben und einzig mit dem Gedanken beschäftigt, wie sie ihrem Leben ein Ende machen könne. Sie ahnte, was mit Diagenes vor sich ging, als Kybele anfangs ihr alles Mögliche vorgelogen und immer neue Gründe erfunden hatte, weshalb er sich nicht blicken ließ und sie nicht wie üblich
in ihrem Zimmer besuchte. »Törichtes Kind«, sagte sie, »willst du dich denn ewig quälen und zwecklos aufreiben? Lass dir sagen, Theagenes ist frei. Heute Abend wird er zu dir kommen. Die Herrin warf ihn ärgerlich, weil er im Dienst etwas falsch gemacht hatte und hatte ihn einsperren lassen. Doch nun hat sie befohlen, ihn wieder freizulassen, anlässlich des althergebrachten Festes, das sie begehen will. Zugleich habe ich mich nachdrücklich für ihn verwandt. Steh also auf und fasse dich etwas. Jetzt wirst du doch mein Mahl mit mir teilen.« »Wie kann ich dir glauben?« erwiderte Chariclia. »Deine ständigen Lügen haben mir das Vertrauen in deine Worte genommen.« »Ich schwöre bei allen Göttern«, sagte Kybele, »heute wirst du frei und aller Sorgen ledig werden. Richte dich nur nicht selber zugrunde. Tagelang hast du nichts gegessen. Sei vernünftig und nimm etwas von den Speisen hier, die gerade zu rechter Zeit kommen.« Mit Überwindung kam Chariclia nach. Obwohl sie den üblichen Betrug argwöhnte, setzte sie einiges Vertrauen in den Schwur und ließ die schönen Versprechungen gelten. Denn was das Herz wünscht, glaubt es gern. Sie nahmen also Platz und aßen. Als das Mädchen, das aufwartete, die Becher mit dem gemischten Wein brachte, gab ihr Kybele einen Wink, Chariclia zuerst zu bedienen, nahm dann den anderen Becher und trank. Kaum hatte die Alte ausgetrunken, als sie zu taumeln begann. Sie goss den kleinen Rest aus, starrte das Mädchen mit einem durchbohrenden Blick an und fiel in heftige Krämpfe und Zuckungen. Alle Anwesenden waren entsetzt, auch Chariclia, die noch zu helfen suchte. Kein vergiftetes Geschoss hätte so schnell zu wirken vermocht. Stark genug, schon einen jungen, kräftigen Körper zu töten, verbreitete sich das Gift jetzt in einem alten, verbrauchten und welken Leibe und erreichte unglaublich rasch die lebenswichtigen Teile. Die Augen der Alten glühten, ihre Glieder wurden, als die Zuckungen aufhörten, starr und steif und die Haut nahm eine schwarze Färbung. Aber noch bösartiger als das Gift, scheint mir, war ihre boshafte Seele. Kybele ließ auch Sterben nicht von ihren Niederträchtigkeiten. Durch Zeichen und abgerissene Worte gab sie zu verstehen, Chariclia habe sie vergiftet. Gleich darauf hauchte sie ihren Geist aus. Chariclia wurde gefesselt und vor Arsake gebracht. Auf ihre Frage, ob sie selbst den Gifttrank bereitet habe und auf ihre Drohung mit Marter und Folter, falls sie nicht die Wahrheit bekenne, bereitete Chariclia allen Anwesenden eine lebhafte Überraschung. Ohne ein Zeichen von Niedergeschlagenheit oder Angst behandelte sie die Dinge mit Lächeln und Spott. Einerseits fühlte sie sich mit ihrem guten Gewissen über die Verdächtigung erhaben, andererseits sah sie, falls Theagenes nicht mehr lebte, dem Tode ruhig ins Auge. Ja, sie fühlte sich glücklich. Wenn andere sie töteten, blieb ihr der letzte Verzweiflungsschritt, zu dem sie entschlossen war, erspart. »Seltsame Frau«, sagte sie, »lebt Theagenes, so erkläre ich mich für nicht schuldig an diesem Tode. Ist er dagegen ein Opfer deiner bösen Ränke geworden, so kannst du auf meine Folterung verzichten. Dann stehe ich vor dir als die Giftmischerin und Mörderin deiner Vertrauten, die dich mit ihrer Brust genährt und dich zu solchen Verbrechen erzogen hat. Dann lass mich ohne weiteres töten, denn nichts könnte Theagenes lieber sein, der deine ungehörigen Wünsche mit der verdienten Nichtachtung gestraft hat.« Arsake geriet durch diese Worte außer sich und befahl, Chariclia zu züchtigen. »Schafft die Frevlerin weg«, schrie sie, »in Fesseln, wie sie ist. Zeig dir den trefflichen Geliebten, der in der gleichen Lage ist, wie er es verdient hat. Fesselt sie zweifach und dreifach und übergebt sie gleichfalls dem Euphrates. Bis morgen soll sie in Gewahrsam bleiben, um dann nach dem Urteil des persischen Gerichtshofes den Tod zu erleiden.« Während man sie abführte,
brach das junge Mädchen, das der Kybele den Wein eingeschenkt hatte, in Tränen aus. Sie war eine von den beiden Jonierinnen, die Arsake zu Anfang den jungen Leuten zur Bedienung gegeben hatte. Ob nun aus Neigung für Chariklia, infolge ihrer nahen Bekanntschaft, oder durch eine Fügung der Götter, begann sie laut zu jammern und rief: »Ach, die Unglückliche! Sie ist völlig unschuldig!« Die Umstehenden wurden stutzig und nötigten sie, ihre Bemerkung zu erklären. Da gestand sie, dass sie der Kybele das Gift gegeben habe. Sie habe es von ihr bekommen, um es Chariklia zu bringen. In ihrer Verwirrung über das furchtbare Verbrechen oder durch Kybele aus der Fassung gebracht, die ihr einen Wink gab, Chariklia zuerst zu bedienen, habe sie die Becher verwechselt und der Alten den gereicht, der das Gift enthielt. Man brachte sie sofort zu Arsake. Alles freute sich, dass der gegen Chariklia erhobene Verdacht sich als hinfällig erwiesen hatte. Vornehme Gesinnung und gute Haltung machen auch den Barbaren für das Mitleid empfänglich. Doch die Aussage der Dienerin bewirkte nur, dass Arsake erklärte, sie scheine mildschuldig zu sein, sie in Fesseln legen und gefangen setzen ließ. Dann berief sie die Mitglieder des persischen Staatsrates, dem auch die Rechtsprechung und Urteilsfällung oblag, durch Boten für den nächsten Tag zu einer Gerichtssitzung.